Heute das aufgetischt vom Donnerstag. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier aus dem Hexenstüble im tiefen Schwarzwald. Und wir haben es wieder getan. Aber nicht spoilerfrei. Fang doch direkt mit Hexenhaus an. Ja, ich fang direkt mit Hexenhaus an, aber ich hab's falsch rum in die Kamera gehalten, glaube ich so, ne? Benni, das editierst du dann, ne? Ich hab das so gemacht. Gut. Ja, Hexenhaus haben wir wieder gemacht. Flo ist angekommen, Flo ist eh schon da gewesen und dann haben wir gleich gesagt, komm, wir müssen hier erstmal das Ortsspiel spielen, Hexenhaus. Hm? Da muss jeder durch. Nein, durch ist jetzt das falsch. Also das Spiel ist tatsächlich ganz cool, hat mir Spaß gemacht, ja. Ja, ist ein schönes Familienspiel, oder? Ja. Ja. Was mich total überrascht hat, ist dieses massiv dicke Material. Also du hast wirklich so das Gefühl, ja, du baust ein Hexenhaus. Also auch wenn du es hinlegst, ja. Aber das ist ein richtiger, genau, Chunks, ja. Genau. Aber ich habe es probiert, es schmeckt nicht nach Lebkuchen. Pass auf. Ja. Der Geschmackstest. Ist doch ein Legacy-Spiel. Ja, genau. Danach ist weg. Hexenhaus Legacy, jetzt mit echten Lebkuchen. Genau. Ja, das wäre mal was. Das wäre mal was. Schöne Idee. Genau. Ja. Hexenhaus. Flo, schön, dass du zu uns gefunden hast. Ja, schön, dass ich überhaupt dabei sein darf. Und der ein oder andere Zuschauer kennt dich ja schon von diversen Videos. Ja. Und du hast ja auch dieses Spiel hier gespielt. Ja. Sehr schöne Optik. An den Mechanismus, also diese Art, dass man miteinander reden kann oder dann doch nicht miteinander reden kann, muss man sich, glaube ich, erstmal gewöhnen. Und auch, dass man die tiefere Ebene des Spiels sieht, dass man den Plan lesen kann. Wo gibt es denn Engstellen, wo sollte man nicht kombiniert auf Feldern sitzen? Ich glaube, es hat mehr Tiefe, als man am Anfang sieht, aber muss sich erst reinspielen. Ja, ja. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich habe es auch schon gesagt, es hat irgendwas. Nur ich kann nicht so ganz greifen, was es ist. Mhm. Irgendwas gefällt mir dran, aber vielleicht ist es genau diese Art der Kommunikation, ja, und dieses, ja, Abwägen. Oh, die sich gegenüber sitzen im Vierspielerspiel, sollen, ja, ähnliche Blättchen nehmen, genau das auszufuchsen. Ich glaube, das könnte mit der Kniff sein in diesem, ja, Spiel. Ja. Ja, aber wenn natürlich der Nachbar viel besseres Würfelglück hat und dann hinterher der Nachbar Benny heißt und natürlich noch mal ein paar schöne Würfe macht, die einen dann das Leben schwer machen, dann verbrennt man halt, so wie ich mal. Ne? Ja, wir hatten das in unserer Partie gemeinsam, ja, schon ein paar Tage her. Aber da hatten wir es tatsächlich, dass ich gesagt habe, oh, Georg, du bist eigentlich ganz sicher. Und da habe ich nachgewürfelt, und alles, was ich nachgewürfelt habe, waren im Prinzip Zahlen gegen Georg. Ja, genau. Und das halt top 2 Stück. Aber ich habe das Gleiche gemacht. Ich habe auch Zahlen gegen Georg gewürfelt. Also was ist da eigentlich eure Erfahrung? Wie schwer ist das Spiel? Wie ist so die Gewinnquote? Gewinnquote 2-1 in meinen Spielen, würde ich jetzt mal behaupten. Also ja, eher leicht. Haben wir es gerade geschafft. Aber es war immer so relativ knapp. Okay. Also bei unserer Partie war es damals auch so, dass wir da am Anfang hat jeder so ein bisschen vor sich hingespielt und dann sind die einen ein bisschen vorgeprescht und dann haben wir irgendwann, ist aber der Schlüssel gefallen, der Groschen ist gefallen. Mit, das ist reingebissen, ne? Der Groschen in die Schüssel gefallen, so rum war das und dann haben wir gesagt, ey, das müssen wir gucken, dass der Letzte, der hinten dran ist, dass der am meisten nach vorne kommt, ja, und dann, ja, der Rest ist eigentlich egal, und dann haben wir es gerade geschafft, also das Feuer war dann gerade an dem Tor, wo man dann gerettet wurde da. Ja, das war cool. Ja. Auf Messerschneide. Und wo doch gerade der Groschen bei dir gefallen ist, ich hoffe, du hast schon den Groschen bei Mercado nicht reingegriffen. Ja, nee, aber die schmecken eh nach Holz. Also es ist, da bleibt dann noch was übrig. Ja. Ich hätte jetzt fast was gesagt. Nein, Mercado haben wir auch gespielt. Ja. Mercado, für dich die Erstpartie, Mercado. Ja, ne? Ja, schönes Legespiel. Aus dem Beutel kann man was ziehen, deswegen mag das meine Frau. Ja, das Ergebnis war natürlich, der große Meister des Handels hat gewonnen, ne? So muss man sagen. Ja, waren wir ziemlich chancenlos. Da waren wir absolut chancenlos. Also der hat verhandelt wie der Weltmeister. Ja. Und der Jochen war Meister des Handels. Aha. Und hat interessanterweise, das ist eine super Taktik, nachdem der Beutel halb leer war, gleich mal wieder den Beutel gefüllt und dann das Spiel gerockt. Genau, es kommt halt total darauf an, was draußen liegt. Wenn viele Schwarze draußen liegen, müsstest du natürlich nicht wieder rein leeren. Ja. Was ich mir gedacht habe, das Spiel hat eine ziemlich alte Anmutung. Ich habe gefragt, wann es ungefähr rausgekommen ist und du meinst, letztes Jahr. Ja. Ich dachte mir, das könnte ja auch von der Anmutung schon 10 Jahre alt sein. Irgendwie. Absolut, ja, absolut, ja. Also wirkt ein bisschen angestaubt, aber die Mechanismen finde ich ganz cool. Mhm. Ich war einmal durch meinen Beutel durch und habe wirklich im letzten Zug
den letzten Chip aus meinem Beutel rausgezogen. Ja. Aber es ging euch, glaube ich, auch so. Ihr habt auch, das war bei mir auch, ganz genau. Wir haben alle anderen haben nicht nachgefüllt. Mhm. Der, wer nachfüllt, gewinnt. Ja, das war das. Ja. Das war Kommentar aus dem Off. Genau, genau. Komm, komm, kommentier, Jochen. Das war reines Unwissen, was mich da zum lockeren Spielen geführt hat. Also ein schönes Familienspiel, oder? Eindeutig, ja. Es war letztes Jahr eines der meistgespielten Spiele, als wir hier waren, tatsächlich. Oh, wow. Da war es ganz frisch raus. Da hatten wir es, glaube ich, gerade irgendwo eine Woche oder zwei Wochen im Regal stehen. Es wurde hier hoch und runter gespielt. Mhm. Und das war, also ich glaube, letztes Jahr einer der Highlights für zwischendurch. Können aber Petra hat gleich gesagt, kaufen, jawohl. Das war... Ja, aber geh mal von einem Sackspiel zum nächsten Spiel mit Beutel über. Wer ist ein Sack? Dice Hospital. Beutel? Da gibt es auch einen Beutel. Ah, ja, den Beutel für die Würfel zum Nachziehen. Ja, es ist kein Backbuilding-Spiel, bei weitem nicht. Aber wir haben ja diesen Beutel für unsere Patienten drin, wo wir die Patienten aus dem Sack lassen, nicht die Katzen. Mhm. Flo, wie hat es dir gefallen? Du hast ja mitgespielt. Ja, ich fand's, also du hattest ja die Deluxe-Variante, sehr schön, wobei mir die Krankenwägen ein bisschen zu groß sind vom restlichen Material, aber das ist ziemlich belanglos, was das Spiel angeht. Es ist ein schöner Engine-Builder. Das Schöne ist, dass er tatsächlich mal 8 Runden geht. Wenn du eine Engine gebaut hast, dann kannst du die auch mal ausnutzen. Mhm. Wobei sich natürlich die Voraussetzungen für deine Engine immer ändern, weil du ja meistens tendenziell in eine Patientenrichtung gehst. Genau. Mit den behandelten Ärzten und den Räumen. Und dann gibt es aber diese Patienten nicht mehr. Das heißt, man muss seine Engine permanent anpassen. Ja. Ich hatte da gestern echt schon Extremfälle. So der Tobi, der dann irgendwo plötzlich beim Würfeln 8 gelbe Würfel gezogen hat von 15 oder 9 sogar. Und dann in der nächsten Runde plötzlich das gleiche in Rot statt das gleiche in Grün. Ja. Das war ja echt schon ein bisschen krass. Bisschen einseitig. Von der Verteilung her. Ja. Aber das ist natürlich auch das, was einem da passieren kann. Mhm. Was... denke ich, ganz interessant ist für alle, die sagen, oh, ich mag eigentlich gar keine Würfelspiele. Mhm. Es ist ja eigentlich kein Würfelspiel. Ja, ja. Es ist ein Spiel mit Würfeln. Genau, die Würfel sind ja nur Marker, wie gut geht es deinen Patienten und du kannst sie ja auch dann hochdrehen. Das ist ja deine Aufgabe, die Patienten wieder aus dem Krankenhaus rauszulassen. Das heißt, der Zufall spielt jetzt keine so große Rolle, weil die Würfel, die gewürfelt werden, gelten ja auch für alle Spieler. Genau. Ja. Und was mir auch sehr gut gefällt, ich habe es ja in unserer Erklärung angedeutet, das Befüllen des Krankenwagens, wenn man gerade in der Situation ist, letzter zu sein in der Runde. Ich finde das immer sehr cool, wenn man da, wenn es die Würfel zulassen, sehr viel taktieren kann. Ja. Aber das ist meistens so, dass man da, glaube ich, mehr als 1-2 Partien gespielt haben muss, da wirklich auf jeden Raum achten zu können. Und man ist ja auch eingeschränkt tatsächlich, wie man die Würfel verteilen kann. Genau. Es muss ja aufsteigend sein, man kann die Farbe im Endeffekt manipulieren. Ja. Nach dem Motto, oh, der andere braucht einen roten, den kriegst du nicht, oder du nimmst halt die 2 da unten. Ja, genau. Ja. Da kommt's rein, ausschauen. Lucky, was bellst du denn den Tobi an? Piraten bellt man doch an. Ach so. Ja. Wo hier gerade ein Pirat reinspaziert, mache ich hier mit einem piratigen Spiel weiter. Hat auch jeder gespielt jetzt von uns gestern, oder? Ja. Ja. Sehr cool. Dead Man's Draw, für mich immer noch die bessere Alternative zu Port Royal. Muss ich einfach so sagen. Georg ist da, glaube ich, ein bisschen hin und her gerissen. No, vielleicht liegt es auch daran, dass mir hier die kurze Spielzeit extrem gut gefällt. Mhm. Und mich da dieser, das, was Rüdiger so frustriert an Port Royal, kann hier gar nicht aufkommen. Weil die Spielzeit einfach viel zu schnell rum ist. Du bist halt einfach schon sehr, deutlich sehr schneller. Also es ist, aber es ist so für so Kitchen Table, ein bisschen so zwischen Möhrenschälen und Suppe machen, kann man das dann vielleicht machen. Ja, das ist schon, ja. Und holt natürlich auch, ich sag mal, wenig Spieler gut ab durch einfache Regeln, durch, ich sag mal, ein schönes Setting. Grafisch ist es ja nicht besonders aufwertig, aber trotzdem hübsch. Ja, doch. Und was auch schön ist, du hast ja die Möglichkeit, weitere Module reinzubauen. Du kannst die Rollen reinbauen, du kannst die Endgame-Bedingungen reinbauen und die Meerjungfrauen können auch nochmal mit Sonderregeln gespielt werden. Ich mag ja eigentlich keine Zufallsspiele. Ja. Aber wenn das so kurz ist, gerne. Das ist okay. Genau, das ist, was ich auch meine. Wir würfeln, wer als erstes 6 hat gewonnen. Genau. Super. Kurze Spiele. Das habe nur ich gestern, glaube ich, gespielt. Patchwork Doodle. Dieses Mal in einer Runde mit 2 Anfängern und dann gab es einen Erdrutschsieg. Ich habe das erste Mal erlebt, dass es fanvoll war und ich dachte nur so, und dementsprechend gab es natürlich Punkte satt, fand es faszinierend,
und ist definitiv von den kleinen Roland Wrights, hat durch dieses, dass man eben die Nächsten sieht, halt einen Kniff gegenüber einem Second Chance zum Beispiel, wo man eben nur zwei sieht, einträgt, wieder zwei bekommt, einträgt. Da hat es schon ein bisschen mehr den Brettspielcharakter tatsächlich. Und deswegen gefällt mir das auch unterm Strich definitiv besser. Dann werde ich mir das vielleicht heute mal anschauen. Genau, wir haben ja heute eigentlich genug Zeit, ne? haben ja nichts Großes vor. Genau. Na, ich muss ja mal kurz umsortieren, bevor ich sagen kann, wir kommen zum Abend. Ich habe auch noch was von vor dem Abend. Du hast schon was von vor dem Abend? Ja, dann müssen wir eigentlich dich erst dann machen, aber jetzt habe ich das schwere Spiel hier schon mit dem Gabelstapler hochgehievt. Holen wir mal die Sensor. Und das muss jetzt einfach auf jedes Video mit drauf. Diese coole Fabrik hier. Danke. sieht natürlich total episch aus, wenn die auf dem Spielplan steht und dann da plötzlich noch Mechs drüber herfallen. Wir haben gestern Scythe gespielt in einer kompletten Beginnerrunde, außer mir. Und ich hatte coole Erlebnisse. Denen hat es allen Spaß gemacht. Vielleicht auch, weil ich verloren habe. wer weiß. Auf jeden Fall war es im Prinzip tatsächlich im letzten Zug von Michael, der das Spiel beendet hat, so, dass er über mich hergefallen ist. Mir damit, ich glaube, 14 Punkte, wenn ich es richtig im Kopf habe, abgezogen hat und mich vom ersten Platz auf den letzten Platz katapultiert hat, weil wir so eng zusammen waren wie in noch nie einer Scythe-Partie zuvor. Okay. Und war irgendwie faszinierend, aber ich glaube, mehr dazu hoffentlich mit den Spielern, die mitgespielt haben, noch mal in einem Extra-Video. Und du wolltest ja noch kooperativ, eventuell, wenn die Zeit reicht. Competitive gefällt mir Scythe tatsächlich nicht so gut, aber kooperativ würde ich es nochmal ausprobieren. Dann mache ich mal hier weiter hier einmal. Wir waren auf Ausgrabung. Wir haben Unearth gespielt. Unearth, vergangene Zivilisationen aufgedeckt und da Ruinen in einer Set Collection gesammelt. Und der Flo hat das erste Mal gespielt und gleich gerockt. Ja. Ja, genau. Ja. Ein nettes Familienspiel für zwischendurch. Ich glaube, vielleicht ist es für ein Familienspiel ein bisschen zu viel, aber nur ein bisschen. Familienspiel plus. Ja, dann. Genau. Ja. Die also. Optik ist natürlich super. Dieses Low-Polygon-Anmutung, die man aus vielen Apps auch kennt. Ja. Und die Entscheidung, welchen Würfel ich da jetzt drauf lege, ist so der Hauptmechanismus. Genau. Weil es gibt halt W4, W6 und W8 und bei manchen Städten mag man halt eine niedrige Nummer würfeln, um ein Steinchen zu bekommen, dass man dann spezielle Ruinen noch bekommt. Und bei manchen mag man halt möglichst hoch drin liegen, dass man es für sein Set bekommt. Genau. Ja. Ganz genau. Liegt noch auf dem Stapel der interessanten Spiele, die ich unbedingt mal mitspielen muss. Klingt jetzt aber gut. Ja, es dauert aber nicht so wahnsinnig lang. Nee, eben also ein schönes Spiel für zwischendurch. Ja. Für zwischendurch. Genau. Kitchen Table. Wenn man dann mal mit Forum 3 Atom fertig ist, ne? Jetzt kommen die Großen. Jetzt kommen wir zum Morgenspiel. Ja. Oh, das Morgenspiel jetzt ganz spät. Forum 3 Atom. Ja, das haben wir gespielt. Ich habe das erste Mal gespielt. Alle anderen am Tisch auch. Das war nur ein kleiner Vorteil. Und du musst insgesamt baust du eine an deiner Kolonie, in Colonia. Quasi versuchst du deine Stadt da ein bisschen weiter zu entwickeln mit verschiedenen farbigen Plättchen und kriegst dann dafür dann eventuell hinterher nach jedem Abrechnungstag dann Siegpunkte. Ich glaube, waren vier Zeitalter, oder? Drei sogar nur. Ja, genau, okay. Waren drei und dann danach im Forum selber haben alle zusammengebaut und wer die größte zusammenhängende Fläche da hat, gewinnt nochmal Siegpunkte und sowas. Das ist eigentlich ein schönes, nettes, ja, wir sind immer am Worker-Placen da. Ne? Ja, das ist schon Plättchen legen und Vorteile daraus ziehen. Und von der Komplexität her? Kenner? Ich würde es als Kennerspieler einsortieren, ja. Okay. Das ist für die Familie ein bisschen schwer. Viel Spielerfamilien auf jeden Fall, aber ansonsten Kenner spielen. Auf vielfachen Wunsch unserer Piratenfreunde aus München haben wir gestern Abend Klong gespielt. Ich habe da mal vor Urzeit eine Partie gespielt, als es noch frisch war, das Spiel. Hat es nicht in so geiler Erinnerung. Gestern Abend war dann irgendwo ganz nett, aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, das ist mein Deckbilder, den ich unbedingt im Regal haben wollen würden müsste. Und das waren viel Konjunktive. Ihr merkt's. Ja? Also ich würde mir jetzt tatsächlich lieber, ich ziehe jetzt da ein Vikings Gone Wild Klong vor. Setting ist eigentlich cool und es hat auch irgendwo was, aber es ist mir wieder ein Stück dann zu viel zusätzlicher Zufall mit drin.
Also ich finde, es hat natürlich mehr Mechanismen als Vikings Gone Wild. Das ja. Ich glaube, es kommt ziemlich auf die Runde drauf an und auch wie ernsthaft du das spielst. Es hat was, ja. Aber bei mir ist es auch nicht, hat es nicht so richtig gezündet. Also wir hatten gestern tatsächlich den Fall, ich war derjenige, der die ganze Zeit Lärm gemacht hat, einen Klong nach dem nächsten legen musste. Es kam ständig irgendwelche Karten, die einen Drachen irgendwo getriggert haben. Es wird rausgezogen, rausgezogen, rausgezogen und jetzt wird gleich der Tobi grinsen, weil er weiß, auf was ich raus will. Er war nämlich der Arme, in Anführungszeichen, der verhältnismäßig viel gezogen wurde, obwohl wenig Würfe von ihm drin waren. Und am Schluss haben wir den Beutel ausgeleert und es war mehr als die Hälfte von dem, was überhaupt noch drin war, in meiner Spielerfarbe. Wow. Okay. Und das war halt so, wo ich sage, ziemlich krass. Ja. Und da kann es natürlich schon sehr glücksgetrieben in eine Richtung gehen. Es kann auch ziemlich schnell vorbei sein, gell? Ja, ich habe auch gehört, reingehen, irgendwie den ersten Schatz abgreifen und zurück. Ja, genau. Und die anderen drin irgendwie versauern lassen, wenn sie unten sind. Das hätte funktioniert. Also Tobi und ich sind draufgegangen, aber Gott sei Dank im oberen Bereich, dass wir noch gerettet wurden. Aber dann bist du ja total schnell auch raus ins Spiel. Du spielst 10 Minuten mit und dann kannst du Kaffee trinken gehen, oder? Nee, es geht ja dann nur 5 Runden und dann kommt es da zum großen Showdown und der Drache zerstört quasi das Verlies. Okay. Ja, und euer Spiel parallel... Ich finde, die Schachtel fühlt sich genial an. Ja. Wenn man die so. Es ist auch sehr schön, das Spiel. Es ist ein tolles Spiel. Ja. Wir haben es gestern das erste Mal auch alle gespielt. Das erste Mal alle, also quasi erst parallel Regeln gelesen und dann aufgebaut und gespielt. Die Regeln sind super geschrieben. Ja. Die Ikonografie drauf ist sehr verständlich. Und es gibt auch gar nicht so wahnsinnig viele Regeln. Aber es geht halt um die Kombination, wie kann ich meine Aktionen auswählen. Also man hat einen Satz Karten auf der Hand und die haben Nummern. Genau. Und auf den verschiedenen Aktionen liegen auch Karten mit Nummern. Und man muss eine höhere Karte ausspielen, um dann die Karte auszutauschen. Also es gibt jemanden Geschenke und die müssen wertvoller sein. Und dann kommen die auf einen eigenen Ablagestapel. Das heißt, man hat die dann für die nächste Runde. Und dann kann man die Aktion ausführen. Genau. Und man muss da wirklich drauf achten, das ist eben der Clou daran ist, dass, also was für unsere Snickers-Fraktion auch was ist, das ist eben, ich kann dann berechnen, dass ich nehme die Karte jetzt, also ich tausche die Karte aus, nehme die in meinen Ablagestapel für die nächste Runde. Und dann kann ich mir die nächste Runde schon ausrechnen. Ist das nicht herrlich? Ja, ja. Ja, und dann sitzen wir da und trinken Kaffee und bleiben 2 Wochen am Spielbett. Bin ich mal gespannt. Das ging bei uns gestern schneller. Genau, das ging bei uns schneller, weil wir auch gesagt haben, ja, wir ziehen das jetzt durch und dann gucken wir mal, jeder hat so seinen eigenen Mechanismus gehabt, wie er dann möglichst zu Punkten kommen kann und sowas. Der eine hat Jade gesammelt und das war ein bisschen viel, was er da gesammelt hat für sich, aber ja, gut, ansonsten waren wir ja relativ schon eng beieinander. Du bist natürlich abgezogen als Experte für Experten. Ist ja gar nicht. Du warst ja dann auch ziemlich knapp hinter mir. Das Problem, also was heißt Problem? Wenn man das Spiel das erste Mal spielt, hat man keine Ahnung, was wirklich Punkte bringt, richtig, was ist was wert. Genau. Und da gewinnt das Spiel wahnsinnig viel, wenn man das 2-3 Mal gespielt hat. Dann weiß man genau, was macht Sinn, wo gehe ich hin. Auch der Flow der Karten, also wann macht Sinn, eine Karte auszutauschen, wann warte ich vielleicht lieber noch ein bisschen, welche Karten sollte ich im Nachziehstapel haben. Wenn man das drauf hat, ist es, glaube ich, ein großartiges Spiel. Ihr habt ja auch gar nicht so lange gespielt, ne? Es hat ja 2 Stunden, oder? Ja. 2,5, 2? Ja, sowas in der Hand. Aber mit Regeln. Inklusive Regeln. Genau. Wie würdet ihr es jetzt vom Schwierigkeitsgrad einsortieren? Also von den Spielen, die ich gespielt habe, war es am komplexesten. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Forum Troianum ist. Das ist komplizierter als Forum Troianum. Das heißt, gehobenes Kennerspiel? Tendenziell? Ja, Kennerspiel schon. Wo geht denn für dich das Expertenspiel los? Ja, das ist richtig. Ein Spiel, was man mindestens 5-mal spielen muss, bevor man überhaupt richtig durchsteigt. Also ich würde sagen, nach 3-mal vielleicht, 2-3-mal. Ja. Also Kennerspiel plus kommt vielleicht. Kommt immer drauf an, wie man es natürlich ansiedelt. Ne? Ja, für mich hat es so ein bisschen Ähnlichkeiten gehabt, da kriege ich wieder Schelte in die Kommentare, wie Newton, fand ich. Das finde ich auch ähnlich. Finde ich auch ähnlich. Ich habe ein bisschen zufälliges Setting von irgendwelchen Aktionen, die dann auch Vorteile mir bringen und kann dann da entlang von verschiedenen Wegen in Europa rumreisen oder sonstige Dinge machen. Mhm. Das war fand ich ein bisschen ähnlich, aber Newton fand ich tatsächlich komplexer von dem, was mir Vorteile bringt. Ja. Noch ein Spiel, das wir heute spielen müssen. Oh, ich sehe schon, der Tag wird lang. Und dieser Tag hat 25 Stunden, Leute. Ja, wenn der Tag nicht reicht, nehmen wir die Nacht dazu. Und letzte Nacht haben wir dann Mensch gegen Maschine gespielt, Human Punishment. Oder Mensch gegen das Spiel. Oder Mensch gegen das Spiel, ja, Mensch gegen das Spiel, so etwa. Also Human Punishment könnte man ja auch als Selbstbestrafung wir haben uns ein Stück weit selber bestraft. sind so über diverse, wie soll ich sagen, Stolpersteine des Spiels gefallen, würde ich behaupten.
Ja, es ist ja die erste Version des Spiels jetzt. Sind ja. Also vielleicht noch so ein paar Unzulänglichkeiten drin. Die Regeln lassen noch einige Fragen auch offen, sind ein bisschen knapp gehalten. Es gibt ein paar interessante Ansätze dran, aber alles in allem ist es schon recht zufällig. Ja, ja, wir haben gestern es dann wirklich runter reduziert auf, im Prinzip kann man einfach nur hier ein Programm nehmen und das gucken, dass man die ausspielt. Und was uns halt so ein bisschen das Genick gebrochen hat, es gibt hier ja die ganzen Rollenkarten und manche davon, da steht dann immer Mensch oder immer Gesetzloser oder immer Maschine und davon gibt es halt ein paar. Und eigentlich sollte man die am Anfang wirklich rauslassen, um tatsächlich auch diesen deduktiven Charakter irgendwo beizubehalten. Mhm. Weil wenn so eine Rolle aufgedeckt ist, dann weißt du, der ist immer Mensch oder immer Maschine. Und in meinem Fall war es so, ich habe das immer Maschine überlesen. Mhm. Und habe dafür... Hast du dich immer für Mensch gehalten? Nein, ich war ja am Anfang Maschine. Ja. Und habe mich später für Mensch gehalten und war es dabei gar nicht. Ja, also das war auch so ein bisschen... Oh. Ja, was ich ja auch überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn bei einem Social Deduction Spiel, wenn du tatsächlich im Spiel über Aktionskarten deine Rolle ändern kannst. Ja. Oder gezwungenermaßen, oder du weißt es ja, vielleicht ja, auch gar ganz nicht. Ganz genau, ganz genau. Hm? Ja, da ist halt der Social Deduction-Anteil relativ gering. Also es kam gestern Abend in unserer Runde so schlecht an, unterm Strich, dass wir es abgebrochen haben. Und, nach einer Stunde oder sogar? Ja, auf anderthalb Stunden, glaube ich eher. Ja. Und draufstehen tut ja 15 bis 90 Minuten. Und wenn man dann anfängt, irgendwo in der Gegend rum zu diskutieren, im haltlosen Raum, und was hast du jetzt gesehen? Und man gar nicht weiß, wer jetzt wen irgendwo gerade wieder versucht, über den Tisch zu ziehen. Und dann kommt wieder eine Karte, die alles durcheinander schmeißt. Oh, es zieht sich dann aber einfach. Aber es war doch am Schluss, war es doch klar, wer was ist. Ja, und dann geht halt der zweite Teil des Spiels los. Du versuchst, jemanden umzubringen. Und das ist so schwierig, weil du ziehst dann erst deine Waffe und dann musst du nochmal eine Runde warten. Es gibt aber so viele Karten, die dir die Waffe wieder abnehmen. Ja. Also bis dann jemand stirbt, wenn er schießt, dann deckt er irgendwas auf und dann ist er trotzdem wieder geschützt. Das ist ja auch. Oder wird wieder ins Leben gerufen. Ja, genau. Das war ja nochmal heftiger, ja. Ja, und dann hat's einen Vorschlag hätte ich noch für die Programmierkarten da. Man sollte noch das Programm erfinden: ersetze in deiner Rollenkarte immer durch nie. Ja. Das wäre so, vielleicht eine Promokarte, oder? Auf alle Fälle, genau. Was es noch chaotischer macht, was mich auch ein bisschen stört, ist tatsächlich die Player Elimination drin. Und so lange, wie wir gestern gespielt haben, hätten wir das durchgezogen bis zum bitteren Ende, dann hätte der Tobi garantiert eine halbe, dreiviertel Stunde auf uns warten müssen. Aber der Tobi ist eh gesetzloser als Pirat. Also was wollt ihr da? Und du bist eine Maschine. Also es war immer so, ja. Das Spiel kann man ja bis zu 15 spielen. 16, glaube ich sogar. Wo ich mich dann frage, wie das funktionieren soll. Ja. Also leider bei uns gestern. Ich glaube, da spielst nicht du drei Runden, dann feindest du dich richtig an, dann kannst du dich draußen ein bisschen klopfen und dann ist wieder gut. Ja, also ich glaube, das war so ein bisschen gestern der Flop des Tages. Ja. Ja. Und danach haben wir gesagt, so, vielleicht haben wir Human Punishment falsch gespielt und das Spiel ist ein Partyspiel, dann nehmen wir ein richtiges Partyspiel. Und dann haben wir hier unseren Farbkübel geholt, mit den ätzenden Substanzen drin, den Bucket of Doom. Ich fand für die kurze Zeit, wir hatten Spaß. Ja, man muss natürlich kreativ sein, weil man kann eigentlich aus jeder Karte alles rausholen. Das ist ja so super offen gestaltet. Ja, Spiel. Genau. Und wenn dann einfach einer gute Ideen hat, dann lachen alle am Tisch. Ich meine, er kriegt zwar die Punkte, aber es ist ein Partyspiel. Deswegen die Punkte sind eigentlich komplett belanglos. Ja. Also wir haben es ja in einer riesen Besetzung, glaube ich, mit 11 Spielern gespielt gehabt am Anfang schon. Und ich glaube, der mit den meisten Karten hatte dann irgendwie 4 oder... Ich glaube, Dennis war es mit 4 oder 5, ne? Ja. Und der Rest hatte so eine Karte vor sich ausliegen. Ich glaube, Georg hatte noch 2 oder 3, aber es war komplett egal in dem Moment. Wir haben uns bei manchen Antworten so gekringelt. Ja. Und wenn du dann selber was im Kopf hast, und wir hatten es ja gestern 2, 3 Mal, Tobi und mir ging es ja so, wir haben uns fast weggeworfen, selber vor Lachen, weil wir nicht aussprechen konnten, was ist, du hängst an der Titanic und die Titanic geht gerade unter, und was holst du raus? Und ich habe halt meinen wütenden Hummer aus der Tasche gezogen. und dann solche Geschichten, also es war amüsant. Ja. Man braucht es nicht länger als irgendwo eine halbe Stunde, aber dafür macht es eigentlich, ich sag mal, alles richtig. Es unterhält. Mhm. Und ja. Aber der Blauwalhodensack, der wäre auch in der Situation rettend gewesen. Ja? Also, manche als Auftriebshilfe. Den hätte sie noch genau aufpumpen können und mit dem Luftballon dann davonfliegen. Ausblasen und aufpumpen. Ja, ist okay. Und dann kam der Absacker vom Absacker des Absackers. So in der Art. Ja. Lama. Dein Lieblingsspiel. My Table is Lama. Ich habe gehört, deins auch. Ich glaube, du magst es lieber. Ich mag es lieber, sagst du. Okay, dann sag du mal was dazu. Ja, ich habe jetzt Lama zweimal gespielt, zweimal auf dem Tisch gehabt.
es ist halt ein bisschen belanglos. Und das war's dann so ziemlich auch. Na klar, musst du dich jedes Mal entscheiden, nehme ich jetzt eine Karte, lege ich die ab oder höre ich auf. Wenn das eine Mikroentscheidung ist, ja, dann sind das Mikroentscheidungen. Ansonsten spielt sich's halt von alleine. Richtig, ja. Im Prinzip könnte man boshaft sagen, man wird gespielt. Rein mathematisch betrachtet könntest du die ganze Zeit das Spiel durchrechnen. Ja, aber das macht ja keinen Spaß, oder? Also, okay. Aber es ist ein Er ist Mathematiker. Ja. Ja, und wenn du dann hergehst und sagst, ich habe jetzt diese Karten, wie wahrscheinlich ist es, dass ich jetzt Müll ziehe? Ich ziehe mal. Ah, cool, die habe ich ja eh schon. Zack, rein. Spielen darf ich sehr eh nicht. Insofern ist es egal, was ich ziehe in dem Moment. Ja. Solange ich, entweder ziehe ich eine, die gut in meine Reihe reinpasst. Oder eine, die ich schon habe. Richtig. Und in dem Moment kannst du eigentlich komplett durchrechnen. Oh, ich habe, ich sage jetzt mal, jenseits der 10 Minuspunkte, das heißt egal, ich ziehe einfach mal. Ja. Kann nur schief gehen. Ja. Und, oder ich habe halt, ich habe hier bloß 7 Punkte, dann lege ich ab, wenn ich nicht spielen kann. Ja, ja. Und eigentlich sind das nur die Entscheidungen. Ja. Ich fühle mich persönlich gespielt. Okay. Weil wenn ich dann meine Kartenhand angucke und sage, okay, was kann ich jetzt spielen? Klar, man spielt natürlich eine einzelne Karte lieber als eine doppelte. Mhm. Weil wenn ich dann im nächsten Zug nicht spielen kann, dann kann ich es ablegen. Ja, ja. Wie du sagst, wenn man das als unbedingt als Mikroentscheidung bezeichnen will, dann okay. Für mich ist es ein, das Spiel spielt mich, weil ich habe nur drei Möglichkeiten. Klar ist es relativ einfach, sehr niederschwellig. Ich glaube, vielleicht ist es aber für wenig Spieler auch gar nicht so schlecht, dass sie gespielt werden. Das könnte vielleicht natürlich sein. Oder dann spielst du das Spiel halt einfach runter, es geht schnell. Genau. Das Positive an dem Spiel ist wie Mau, da machst du ja auch. Genau. Jeder hat ein bisschen seine eigene Strategie. Ja, komm, ich drück die 7er schnell weg. Aber du kannst halt hier nicht die Farbe wechseln. Du kannst halt nicht irgendwo, jemand anderem zwei Karten geben, das geht auch nicht. Also richtig. Die Aktion und die Aktion untereinander ist halt nicht vorhanden. Die Interaktion zwischen der Spieler ist eine Null. Ja. Ja, ja, stimmt, man sammelt, im Prinzip sammelt jeder für sich Minuspunkte in der Hoffnung, man ist nicht der 40 erreicht. Also im Prinzip ein vegetarisches Mau-Mau. ja, so in etwa. Ja. Veganes. Sogar, okay. Und ich glaube, so weit wäre ich jetzt nicht gegangen. Also. Bevor wir uns jetzt total verstricken in irgendwelche obskuren Bezeichnungen für Lama, Georg, dein Spiel des gestrigen Tages. Ja, ich muss mich schwer entscheiden zwischen Gugon, Forum Trojanum, Unearth. Die habe ich alle gehört. Trojanum sogar. Forum, ist vom Kaiser Trajan, der ist die Startspielerfigur, die auch da immer rumwandert. Ich sag mal Gugon. Da bin ich bei dir. Yes! Ja. Ich habe gestern so viel Kleines gespielt, tatsächlich gefühlt. Mal abgesehen von Scythe. Scythe wäre mein Highlight gestern. Aus Mangel an Alternativen könnte ich auch sagen. Ja, das war's von uns für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Euch viel Spaß beim Spielen. Schreibt auch fleißig gerne was in die Kommentare zu den Spielen oder was ihr von uns wissen wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Vielleicht auch wieder mit Flo. Ja, klar. Morgen bin ich noch da. Wunderbar. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss. Ciao.